Ja, hast recht. Deswegen hätte ich Nö, ihm. dann kommt das alles weg. Ich will es mal ausprobieren, weil. Dann können wir ja hier oben einen Balkon hinmachen. Wir haben da den einen und auf der anderen Seite brauchen wir eigentlich keinen, weil da kommt eh eine Aussichtsplattform hin. Naja, nach unten. Ja, dann machen wir das weg. Okay. Jetzt haben wir 1,5 Stunden gespielt und erfolgreich keinen einzigen Baum gepflanzt hier drin. Das ist egal. Ja. Wir sind weit voran. Wir sind vorangekommen. Außerdem war das improvisiert und dafür war es gut. Ja. Aha. Scheiße. Jetzt kommt man da nicht ran. Ah. Oh, jetzt ist der hier. Geh bloß Hallo. fort. Oh, ich finde es viel besser so. Ja. Guck dir das mal an, jetzt wo die Sonne noch hier so dahinter vorscheint. Warte, ich sammle das, den Die Sonne wertvollen schleiche Stein weg. auf. Mir egal, der Stein auch. Das sieht viel besser aus. Du willst nur, dass ich den Enderman angucke. Nee. Ja, das sieht Das gut sieht. aus. Boah, ja, das sieht richtig. Aber man hat hier halt trotzdem immer noch diesen. Nee, ich finde so, das ist so angestellt. Gerade Ja. wenn man so ein bisschen reingegangen, ich finde allein, dass das hier auf der rechten Seite alles weg ist, macht voll den großen Ja, Unterschied. Das sieht das so richtig stimmt. offen aus, alles. Boah, ja, und wenn man von hier jetzt den Baum anguckt, Alter, das sieht ja richtig schön aus. Das war vorher alles versperrt. Boah, ja, doch, das war gut. Und dieses gecurvte Ding sieht auch cool aus, eigentlich. Alter. Aus dem Weg. Hä, jetzt ist er Ja, weg. der hat sich rausteleportiert. Ich hab nicht mal den Sound, Ada. Oh, da hinten ist ein Creeper in Opfer. unserem Gebäude. Oh, wo? Oh. Da. Geh raus. Oh, der kommt ja zu mir. Ah ja. Deswegen ist es ja gut, dass du rausgehst. Und wo ist der Enderman hin? Hat Der sich. rennt irgendwo da draußen noch um durch Wir die Gegend. müssen dann noch den Schotterweg ein bisschen wegbauen, weil der kann ja Stimmt. nicht hier einfach. Aber dann gibt es hier hinten also auch keinen Ausgang. Ja. Also, wobei. Nee, Nö. ich würde den Ausgang zumachen Ja. und dann kann man vielleicht einen Seitenausgang machen oder man macht hier einen Ausgang Ja, hier so irgendwo durch, gibt's dann einen fällt halt Weg. ein Baumplot weg. Ja, man kann auch hier diesen Weg dann jetzt so ein bisschen curven. Wenn man jetzt Ja. Kies hätte, so. Und dann kommt hier Gras rein. Hast du Glas zufällig? Ja, eins. Oh. Aber ich Aber weiß hier nicht, ob in gibt's der Truhe bestimmt noch was noch. ist. Glaub schon. Warum genau hat man einen Glasblock dabei? Das weiß ich auch nicht so genau. Bau den mal da rein. Ich habe mir jetzt nur einen mitgenommen. Ach so. So. Dann kann man hier auch noch so eine Kleinigkeit hinbauen. Ja. Ein paar Tropfblätter. Lianen, die von der Treppe runterkommen. So, dann würde ich jetzt mal noch. Wir haben wahrscheinlich nichts von den Kirschblättern dabei. Ne. Nee. Also die Blütendinger, die auf dem Boden sind. Aber jetzt muss ich es nochmal angucken. Ah, doch, das sieht schon cool aus. Vor allem von da Ja. hinten. Ja. Dieser Baum, Alter. Zeit für Screenshots. Oh ja. Boah, ja, das sieht richtig gut aus, so offen wie Ja, das ist. ja. Dann würde ich aber mal gucken, was machen wir denn für Saplings rein? Alle, oder? Ich guck mal, was wir für welche haben. Also wie viele Ja, warte, Plots. warte. Ja, ach so, ja. Ich würde schon mal den Ausgang hier andeuten, wo der jetzt in Zukunft hin Ach soll. so, ja. Wir haben, ich sag's Normalerweise dir, wir haben hätten ein. wir 12, Ja, wir haben 11 Plots. 11 Stück. Und vielleicht noch so für unter der Treppe für so einen kleinen Krüppelbaum oder so. Was denn für ein Baum? Weiß ich nicht. Was gibt's denn? Es gibt doch keine kleinen Bäume an sich. Naja, das stimmt eigentlich nicht.
Vielleicht so Gestrüpp, irgendwas kriegt man da schon noch hin. Ja. Setzlinge, wir haben Kirschsetzlinge, brauchen wir nicht mehr. Birke, Fichte, Schwarzeiche, die sind zu groß. Schwarzeichen können wir nicht pflanzen. Was hast du gesagt, brauchen wir nicht? Kirschsetzlinge. Ach ja, stimmt, ja. Also, was ist mit einem Custom-Made-Schwarzeichenbaum? Nee, die sind ja so groß. Mangroven können wir ja auch nicht pflanzen. Azalee. Ein kleiner? Oh ja, eine Azalee. Eine Azalee können wir. Eine Eiche können wir auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Ein Dschungel. Akazie. Akazie, ja, müsste auch hoffentlich auch gehen. Kann man nicht, man könnte doch irgendwie Apfelbäume machen, oder? Nee. Aus Bäumen kommen Äpfel raus. Apfelbäume gab es in Life in the Woods. Ah. Das wäre voll geil. So einfach so ein Eichenbaum, wo so auch Äpfel dran hängen. Ja. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Da fehlen noch ein paar. Ja. Aber ich weiß nicht, wir könnten auch. Da hat es draußen gerade gedonnert. Kann sein, egal. Oh ja, ja, ja. Du hast Kirschbäume dahin gebaut, wo an der ehemaligen Bambusfarm, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das sind die flachen. Da habe ich die Blätter abgebaut. Ach, da ist das. Ja, da ist eine Fläche, deswegen. Das ist also jetzt offiziell unser Farmland. Das ist einfach so ein Ranzland, wo man alles machen kann, weil da sieht man es eh nicht. Ja, früher war das hinter dem Schafgehege, falls du dich noch erinnern kannst. Da sind wir immer so ein bisschen nicht hinterm Schafgehege, hinterm Pferdestall eher. Ach so, da oben auf rechts am Farmturm vorbei und dann ist man so über den Hang gegangen und da haben wir diese hässlichen Bäume angebaut, die den Boden kaputt gemacht haben. Ja. Ich glaube, das ist sogar noch da. Aber da ist nicht wirklich Boden. Flach. Nee, und ich wollte ja nur die Blätter. Gut eigentlich. Und ich habe ja den Boden auch nicht kaputt gemacht. Da gehe ich jetzt hin. Nein, da fliege ich hin. Ich habe überlegt, sollen wir noch sollen wir noch so ein bisschen Bambus in einen Plot reinpflanzen? Ja, habe ich auch schon überlegt. Das könnte man machen. Wir könnten ein bisschen Kakaobohnen. Ja, einen also Dschungelsetzling haben wir nämlich keine. Wir haben keine Dschungelsetzlinge. Nee, die sind wahrscheinlich alle drüben. Also was heißt wahrscheinlich, da haben wir ja das ganze Zeug angebaut. Ja, dann hole ich mal da ein. Okay, aber Tropfblätter habe ich. Auch, ja, auf jeden Fall, der Boden ist immer noch hässlich da hinten bei den alten. Ja. Bei der alten Abbaustelle. Ja gut, den haben wir ja nie repariert. Ja. Und von selber macht er das leider nicht. Fauler Sack. Mhm. Okay. Jetzt war ich im Lager und habe die Blütendinger nicht geholt. Die hole ich jetzt noch. Ach, hier ist mein anderes Bett, mein weißes. Bett? Altes Schiff, viel Bambus. Ja, mein Bett. Ah. Ich bin im Dschungel rüber. Ah ja. Und, aber... Bambus habe ich schon. Was brauchen wir? Also, Tropenbaumsetzling. Ja. Wie viele? Eigentlich nur einen, aber ich kann schon mal ein paar mitbringen. Weil wir haben einen Stack und einen. Ja, dann bring den einen mit. Hoffentlich reicht's. Wehe, wenn nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das reicht. Ach, du hast das schon einsortiert. Das wird schon reichen. Was? Die Blütenblätter. Die sind bei Blumen. Ja. Alter, sind das viele. Und mein Inventar ist voll. Ja. dann räume ich hier einfach was auf. Ich bin doch gerade in der Pflanzenabteilung. Es gibt doch irgendwo sonstiges Gewächs. Da sind die Seerosenblätter, die brauche ich nochmal. Und das muss reichen. Ah, der halt verrottet das Fleisch, schmeiße ich einfach auf den Boden. 8 Feuersteine auch. Und dann kann ich doch genug mitnehmen. So. Wenn das mal alles voll mit Bäumen ist, dann sieht das bestimmt richtig cool aus. Mhm. So, ich fange mal an. Was hältst du von dem Ausgang da drüben? Also, ich weiß ja nicht. Also, von der Positionierung, doch, das geht schon. Den Weg würde ich auch so machen, nur der Ausgang an sich, der ist noch nicht fertig. Ja, ich würde den Weg vielleicht sogar noch so. Ich weiß nicht, ob das zu dick wird dann.
Man könnte natürlich auch den Weg dünner machen einfach. Aber ich weiß nicht, ob er dann zu dünn ist. Es geht nur entweder drei oder ein. Ja, ich glaube dann vielleicht so. Ich baue es einfach mal hin. Ne. Ne, das ist zu dünn. Sag mal, ist dein Inventar wieder voll? Naja, immer noch. Du nimmst den Dschungelsetzling nicht auf. Ich schenk dir was. Ihr eine Fackel. Eine. Oh, geil. Das ist die letzte, die ich hatte. Oh, die hat sich bei mir auf meine drauf gesteckt. Ah. So, jetzt ist die Frage hier diese Dinger. Ja. Aber wie viele und wo überall? Überall? Alle. Alle. Wobei. Man kann ja mal. Ja, nicht. Ja, man kann eigentlich. Also man kann auf alle drauf, aber dann unterschiedliche Mengen. Halt. Ich weiß nicht, ob ich es bis direkt zum Weg machen würde. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel noch die Reihe hier so weglassen. Ja. Das ist hier so ein bisschen. Bisschen Variation. Ja, das geht eigentlich auch. Ja doch, das ist doch nicht schlecht, würde ich sagen. Dann kannst du auch direkt bis zum Weg, solange es halt nur die einzelnen sind. Man kann auch ein bisschen mehr, so. Ja, das kann ja dann ganz drumherum, oder? Ja. Jetzt habe ich keine mehr. Aber das reicht auch, würde ich sagen. Und jetzt ist natürlich, jetzt wird es schon wieder dunkel. Ja. Aber jetzt ist die Frage, wo, was, wie? Das ist eine gute Frage. Und vor allem, sollen wir eine Grenze bauen? Und wenn ja, wie? Einfach irgendwie Gestrüpp von dem jeweiligen Baum oder ein Zaun aus dem jeweiligen Holz oder sonst was? Oh, und der Plot ist jetzt kleiner, weil hier das, der Weg so ein sein Eck macht. Aber da können wir Bambus draufhauen oder so. Ich würde erstmal die Bäume bauen und dann weiter entscheiden. Aber jetzt würde ich erstmal schlafen. Okay. Jetzt regnet es auch noch. Dann hat sich das auch schon noch mehr bestätigt. Mit den bestätigt. Bäumen können wir auch einfach nächstes Mal anfangen, nächstes weil Mal? Jetzt sind es nur noch 3 Minuten. Ja, oder es sind noch 10 Minuten. Das ist jetzt ja, nee. Also wenn wir jetzt anfangen, dann kommst du da, du willst alles fertig machen. Nee, um Gottes Willen, nee, aber jetzt, also eigentlich so ein bisschen, so 1-2 Bäume würde ich eigentlich schon gerne noch ausprobieren. Vielleicht die Fichte. Die muss ins Eck. Ja, die ist ziemlich Wobei, groß. Eigentlich muss die ja, vielleicht ja, hier. Die wächst wahrscheinlich. Oh, oha. Oh, ja. Die ist gar nicht schlecht. Die ist eigentlich perfekt. Ja, das ist super. Gut. Dann haben wir das. Ja. Eine Birke kann ich noch. Sind wir die hier? Ich weiß nicht. Ich würde vielleicht so gut wie es geht durchmischen und Fichten und Birken wachsen in echt auch. Also ich würde jetzt vielleicht, oder? Ich weiß nicht, so voll den Kontrast reinbringen. Ich könnte eine Akazie. Ja. Ich weiß nicht mal, ob die hier wächst. Und ich weiß auch nicht, wie groß die wird. Ich weiß nicht mal genau, wie die aussehen. Um Gottes Wille. Die ist sehr hässlich, aber man kann hier eine Akazie hinbauen. Aber vielleicht eine etwas schönere. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die jetzt abbauen kann. Ja, die Blätter bleiben da. Ja. Ich hoffe, da kommt noch ein Setzling raus, weil das war der einzige. Ja, hier liegen welche. Ah, gut. Dann probieren wir es nochmal. Stimmt, das sind die, die in der Savanne wachsen, hier die Dinger. Ja. Ja. Die ist besser. Mein Minecraft hat sich minimiert, zu wenig Speicherplatz. Die finde ich gut, ja. Die ist schön. Ja. Also gut, dann haben wir schon mal 2. Oha. Meine Aufnahme geht noch 4 Minuten, dann ist mein Speicher voll. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge. Wir haben jetzt 2 Bäume gebaut, das muss reichen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich guck's jetzt einmal von außen an und dann. So. Oh ja, wenn das alles voll ist, sieht's besser aus. Weil jetzt momentan ist es noch sehr leer. Ja, aber das ist schon ein guter Anfang. Ja. Gut,
Wo bist du? Ah, da. Ich komme jetzt nochmal hier rein. Hier ist schön. Ja, hier drin müssen wir die Verabschiedung machen. Ja, hier bei dem Baum. Ja. So, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.